Welcome back, Zeph. I'll pray for the heavenly powers to protect you on your adventure. Uncle Vince said that'd make a good priest, so I'm practicing hard. Alright, let's see if I can remember how this goes. Oopsie, falscher Knopf. Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Vince Vanquish ist zurück. Der hat jetzt nicht so geglänzt beim letzten Mal, ne? Aber dann irgendwie doch. Also ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich meine, der hatte ja ein Verbrechen begangen, um eben das Waisenhaus zu schützen und zu unterstützen. Das schmälert natürlich, wie soll ich sagen, das Strafmaß für ihn. Upsi. Verständlicherweise. Aber was machen wir jetzt mit dem? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Und was muss er überhaupt machen? Ganz ehrlich, ist schon wieder so ein paar Tage her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Und ich weiß es mal wieder nicht. Oh, okay. Ja, ach so, stimmt. Wir könnten mal zu der Preisverleihung gehen. Warum denn auch nicht? Das scheint mir tatsächlich recht sinnvoll zu sein. Ja. Alle sind glücklich, dass Vince wieder wohlauf ist. Dann gehen wir mal zu der... Was ist denn hier los? Ah, okay. Golden Boy. Ah. Ich meine, Golden Boy hat immer noch seine Fans, seine weiblichen. Das gönnen wir ihm ja auch. Aber gewonnen haben wir. Das sollte man auch mal festhalten. Naja, also, es hat erst zu sagen, wahrscheinlich, dass wir zu als Preis lang gehen sollen, ne? Ja. Gut, dann machen wir das mal. Auf zur Arena und dann. Jo, alles klar. Was ist los? Ah, okay, wir müssen erst zur Registrierung. Was müssen wir denn da machen? Ist doch klar, wir sind halt der Gewinner. Was müssen wir uns denn noch registrieren? Ja. Achso. Okay, wir sollen ihm also folgen. Wir sollen nicht den Aufzug hoch. Machen wir ihm das. Das können wir natürlich auch machen. Alright, everybody, it's time to bring this year's Masked Martial Arts Tournament to a close. It's prize giving time. Ladies and gentlemen, I give you our champions, the Invincibles! And now to present the prize. Hold up, hold up. Oh, Vince hat was zu sagen. Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and support us and not give them a show to enjoy. Why don't we make this interesting? I challenge you to a fight for the prize, partner. Whoa. Ladies and gentlemen! The gauntlet has been thrown down! Now that's the stuff champions are made of! No backing out now, unless you want a ride on your hands. Fooled ya. I don't do that stuff no more. I fight clean or not at all. Now let's do this! Fair enough. Okay, jetzt müssen wir einen Kampf gegen Vince gewinnen, der ungepeppt ist. Mal gucken, was
Was wir da so kriegen. Ich würde sagen, wir. Jawoll. Aber irgendwie. Ich weiß nicht. Hat Vince jetzt auch nicht mehr so sehr drauf. Okay, das war's dann wohl. Aber das war jetzt zu erwarten. It's all over. The champ is down. We have a winner. There's the winner. Vince looked kind of weak out there. Ach was. He sure did. What's gotten into him? I needed people to see that. To see that I ain't nothing without that juice. I never had what it takes to be. Thanks. You taught me what it means to be a fighter again. I won't forget this time. We love you, Vince! Thanks for putting it on the line for us every time! You're a true champ, man! Ja, versöhnliches Ende von dieser Episode, wie ich finde. It gives me great pleasure to announce that the winner of the Rainbow is. This is bad. This is real bad. What? It's the Rainbow. It's gone. What? And all that was instead was this. And this letter too. Looks like it's for you. Oh, shit one. Come and meet me in Dundrasil. I've something to show you. Don't worry about the Rainbow. It's safe with me. What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champion's nose by none other than Old Man Rab! OMR. Will our hero journey to Dundrasil to claim what's rightfully his? How will it all end? I, for one, can't wait to find out! So sieht's aus. Was für ein wundervoller Start in eine neue Episode. So it's back to where it all began. Huh. Dundrasil. The battle, undisputed champ of Erdria. Jawoll. Ja, wir sind der Unangefochtene. Was wollte der nochmal? Mellow Vera can do a good job fixing. Ach so, it grows by this big waterfall out west near Dundrasil. Used to be once he got some. Okay. Wir sollen für ihn was holen, was an dem Wasserfall bei Dundrasil wächst. Können wir gerne machen, The Dapper Chap. Ja, Mellow Vera, alles klar, machen wir. Sparkling near the big waterfall out west. Cut me off a piece and bring it back, okay? Skincare for the fierce and fabulous. Sure thing. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Sieht aus wie der einzige Questgeber hier. Ja, bauen wir es auch mal auf, würde ich sagen. Oder gehen wir nochmal hoch? Können wir mal hier hochgehen. Vielleicht auch nochmal ein Abschlusswörtchen zu Vince, an Vince richten. Na, hat der alte, wie sagt man, zum Materialisten mutiert? Ein Angry Law. Mach ich gerne. Und er hier meckert immer noch rum. Keine Questgeber hier oben. Auch die beiden hübschen sind. Ne, da hinten sind sie ja.
Ah, okay, ja, stimmt, die ganzen. Die ganzen Kämpfer sind wieder zurück. Was ist mit ihm hier? Klar. Konzentrier dich mal, damit du nicht wieder gekidnappt wirst. Moment, hier geht's runter. Und, ja, dann, wie gesagt, nochmal kurz. Ich würde sagen, wir sprechen noch kurz mit Vance. Mom is the best. Mom is the champion. How cute. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la. Ah, wie sieht es eigentlich mit unserer Rüstung aus? Geld 21.000 und... what can I do for you? No. Gold Platter. Warte mal kurz. Okay. Ach so, Moment. Die Peitsche von Silvando ist zweihändig, ne? Was ist das? In anderen Dragon Quest Spielen sind die Peitschen, glaube ich, nicht zweihändig. Ich investiere jetzt mal das. Got a two-handed weapon equipped, Silvando. Do you still want this? No. It's too bad. Na gut, dann... Moment, wir können hier noch ein bisschen close. Okay. Cloak of Evasion. Ja. Serena kann das wohl tragen, ha? Huh? Da ist das Costume. Na dann, komm. Also das ist... Ist ja schon ein merklicher... Eine merkliche Verbesserung von ihren... okay, das kann man nicht gebrauchen. Feather Headband. Ah, das ist mir echt zu teuer. Ist noch teurer, aber besser. Keine Ahnung, was sagt er? Wir könnten das den Mädels geben. Ah jo, was soll's. Ja, komm. Und nochmal für Serena. Na klar. So. Nav oder Seth braucht's gerade nicht. Okay. Come again. Warte mal. Ich wollte mal kurz das Angebot von dem Gemischwandler hier, Händler anschauen. Manchmal haben die noch andere tolle Dinge. Ah, Tough Guy Tattoo. Ist mir A zu teuer. Nee. Nur mal kurz die Waffen anschauen. Ich glaube, ich habe erstmal mit dem Kaufen gewartet. War doch so, ne? Weil ich erstmal die Stadt erkunden wollte und jetzt nicht. Warte mal, Steel Swords. Nee. Blackpit, nee. Edge Boomerang. Holistic. Nah. Even a Weeper. Battle Folk. Also wenn, dann eher den Edge Boomerang auf Eric. Weil der Cruise Ring kacke ist. Ja, bitte. Ja. Ja, wunderbar. Okay, dann fühle ich mich halbwegs gut ausgerüstet. Ach ne, Moment. Wir wollten mal ganz kurz mit dem versuchen, ob wir den Vince nochmal abfangen. Ach, er hat auch noch eine Quest für uns. Zero the Shadow, the MMA Fighter. He's the coolest.
Ah, der kann ja nicht einfach so verschwinden. Nur keiner weiß, wer das ist. Er möchte auf jeden Fall das Autogramm von ihm haben, weil er der einzige Kämpfer ist, von dem er noch keine Autogramm hat. Klar, wir kriegen eine Mini-Medaille dafür. Aha. Er glaubt, dass er stark ist und gemein. Zero. The Shadow. Schatten verstecken sich beim Dunkeln. Ich habe schon eine Ahnung, wer das sein könnte. Lass uns doch mal den Eindruck weiter verfolgen. Tralala. 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 Bist du's? Huh? Looking for Zero? Well, you found him. Na, super. Ja, es gibt einen Jungen, der möchte ein Autogramm haben. Doch, das ist möglich. Der kennt halt alle. Ja. Ja, super. Das ist nett von dir. Schön, dass du dich überzeugen lässt. So, jetzt muss ich noch den Bub zurückbringen. Und dann hätten wir die Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. So. Ja. Ja. Niemand bemerkt ihn. Mal gucken, ob es ihn vielleicht wieder die Autogrammanfrage motiviert, wieder in den Ring zu steigen. Buff. Cyril's the best. Na, wo ist Vince? Ist er in seinem Zimmer? Oder verprügelt er kleine Kinder? Im Zimmer ist er nicht. Ich versuche die Kamera mal ein bisschen langsamer zu drehen. Mir fällt auf, dass ich die in der Aufnahme ist mir aufgefallen, dass ich mal ziemlich schnell gedreht habe. Okay. Was also? Du willst das aufhören beim Kämpfen? Was willst du stattdessen machen, um die Aufnahme zu unterstützen? Naja, du wirst schon was finden. Alles Gute, Mann! Na gut, dann machen wir uns mal auf nach Dundrizzle. Sei denn, hier ist noch ein weiterer Questgeber. Hier noch was? Der wird immer noch über den Tisch gezogen. Glaub nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch weitere Quests sind. Hallo Radde. Wie geht's denn hier raus? Da ging es oben rum, ne? Da. Dundrizzle Region. Was sagt denn unser Levelstatus? 22 bis 24. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie viele wir brauchen, um aufs nächste Level zu kommen. Was gibt ihr so? Ich glaube, große Taktiken brauche ich hier gar nicht anwenden. Dann kann man Hypno-Whip anwenden. Okay. Ja, komm, dann haben wir mal einen Crack zwischen die Beine. Und Serena. Okay, schafft's nicht ganz. So,
losgehen. Veronica wins again. Was gibt die? Geben die 2? 72? Keine Ahnung. Ich kann es gar nicht richtig beurteilen, ob es viel oder wenig ist. Ich würde sagen, nicht so viel. Kennen wir euch eigentlich? Seid ihr die gleichen wie in der Wüste? Oder seid ihr andere? Peppers, Chop'n'Churn. Check. Ja, super. Komm, dann hauen wir mal einen Bang drauf. Don't say I didn't warn you. Nice. Sehr schön. Macht nichts. So, und die 3 geben 308. Schmetterlingsflügel sowie Fairy Fluff. Wie auch immer man das übersetzen möchte. Feen Puschel oder so. Wow. Ja, die Hasen haben schon Angst vor uns. Ist immer so ein kleines Zeichen dafür, dass wir dann doch halbwegs gut gelevelt sind. So, Ruins of Dundrizzle. Na gut, dann machen wir uns jetzt mal in die Richtung von der Ruinen von Dundrizzle. Nee. Hopsi, hä? Sind sie nicht immer noch verpflichtet? Fühlen sich wohl stark hier mit in der Grube. Ah, Lashing of Love, Animus Deck Group, Animus Pinty, Hermit, Humanoid, nope. Nee. Nein, ich probiere die Hypno-Whip gegen die Grublins. So, sie kann gerne noch einen Bang raushauen. So, und den Rotschwanz, den hauen wir hier mal um. Ah, hat er überstanden. Boing. Wonderful. Wonderful. Eigentlich wollte ich mich hier noch umschauen und gucken, ob er noch was glänzt hat, ob wir eine Truhe sehen, die wir übersehen haben, aber da hinten. Da ist diese schon offen. Demnach würde ich sagen, können wir einfach mal weiterlaufen. Okay, warte mal. Hier oben war ja. Upsi, shit. Das wollte ich gar nicht. Wisst ihr was? Wir ändern mal das Line-up. Ich hole mal Eric in Sports. Und der ist auch gepeppt. Nice. Real Decoy. Weiß ich nicht. Machen wir mal. Ja, war schon ganz gut. Serena muss lachen. Serena, was ist bitte so lustig? So, dann einmal bitte. Und tschüss. Another one bites the dust. Yeah. All right. So, ich guck mir noch mal kurz an, ob wir jetzt, also ich meine, wir waren hier schon mal, ne? Hier geht's eigentlich nur runter.
Ansonsten ist ja nicht so viel. Ach so, ja, richtig. Ah, okay, ich erinnere mich. Da hinten war halt die Truhe. Wo ich nicht weiß, wie man da hinkommt. Das bohrt mich ein bisschen. Keine Ahnung. Muss ich noch rausfinden, wie man das macht. Aber in der Zwischenzeit können wir uns mal hier ihn holen. Können wir ein bisschen flotter rumfliegen. Komm, hau drauf. Ja, Serena. Ah, ich befürchte nur, also mit Leveln ist jetzt hier gerade nicht. Herunterfliegen irgendwie auch nicht. Ach Mensch, wie kommen wir da hin? Ich weiß es doch halt nicht. Es wird auf jeden Fall gleich Nacht. Fliegen jetzt schon durch die Abendsonne. Sieht natürlich schön aus, aber hilft jetzt auch nicht so weiter. Also irgendwie hier im Gebüsch ging es ja rechts runter, hier glaube ich. Ich war beim letzten Mal schon nicht hochgekommen. Silberei, Erz, immer gerne. Gut, dann machen wir uns halt wieder. Also, wie auch immer wir da hochkommen. Ich weiß es nicht. Wir machen uns auf jeden Fall erstmal wieder zurück auf den Weg nach Dunwissel. Das Problem ist nur, gleich wird es Nacht. Die Richtung stimmt aber. Da hinten sehe ich schon glitzern, aber es könnte der Wasserfall sein. Wow, Mushroom Mages. 5 Stück an der Zahl. Los, Eric. Hau mal rein. Ability. Nee. Power Throw. Jawohl. Boom. Nice. Und du machst mal ein Sizzle. Wow. Es gibt gebratene Veronica wins again. Champignons. Und 895 Erfahrungspunkte lasse ich mir auch gefallen. Das ist ein guter Deal. Melovera. Ah ja. Okay. Wollen wir es direkt einlösen, dann haben wir es hinter uns. Was haltet ihr davon? Oh. Na gut. Ja, ich weiß nicht. Warte mal. Ja, komm. Verringern wir mal die. Oh.
dachte, wir hätten die Verteidigung ein bisschen reduzieren können. Ja, komm. Ein bisschen Wind auf den Golem. Na, das ist schon ganz gut. Und so. Falls er das überlebt, tut er nicht. Hätten wir Veronica oder zu. Ah. Level up. Nö, gerade nicht. Wir können noch ein bisschen sammeln. Auch für Silvando. Ja, was wollte ich sagen? Was sehen meine Augen? Boom.